Okay, liebe Leute, wir schauen uns heute mal das Halo Dropship im Microsoft Flight Simulator an. Das Teil ist als kostenloses DLC im Marktplatz erhältlich und kann einfach runtergeladen werden. Und das Ding macht schon so ein bisschen Spaß. Über Sinn braucht man nicht diskutieren. Wer es nicht mag, lässt es einfach weg. Aber wir können ja im Microsoft Flight Simulator inzwischen auch Autos fahren und Schiffe, wie sagt man das? Schiffe schwimmen? Schiffe schwimmen und Flugzeuge fliegen. Da können wir auch mal so ein Halo Dropship so ein bisschen durch die Gegend eiern. Wir stehen in Nevada hier an der Nellis Air Force Base. Und wir werden mal so ein paar Sachen einfach hier auch erklären dazu, die nicht, glaube ich, unbedingt ordentlich dokumentiert sind oder wo definitiv wieder Fragen kommen werden. Ja, ansonsten das Teil sieht schon geil aus. Ich habe von Halo an sich gar keine Ahnung. Also ich weiß nicht, in welcher Serie das irgendwo da vorkommt im Spiel oder so. Aber es ist schon geil gemacht. Die Tooltips sind leider so ein bisschen ja unvollständig, sagen wir mal teilweise. Oder es sind auch nicht alle Buttons oder ich sag mal beschriftet. Ne? Also man kann es teilweise nur im Tooltip erkennen, sagen wir es mal so rum. Aber es ist halt ein Fun-Teil. Kommen wir mal ganz kurz zur Bewegung im Cockpit. Mit den Pfeiltasten und mit den Alt plus Pfeiltasten können wir uns hier so bewegen. Ja? Und dann können wir nämlich hier auch die Türen aufmachen. Ja, und auch diese Tür aufmachen und können dann hier hinten auch die Klappe ausfahren. Das ist das, was garantiert die meisten erstmal wissen wollen. Das wäre dann der Button hier unten. Ja, der öffnet die Frachtluke hinten. Ne? Also ganz normal mit den Pfeiltasten bewegen. Ja, vor und zurück ist, glaube ich, Alt plus Pfeiltaste hoch und runter. Ne? Und dann mit der Maus umgucken und dann kann man ein bisschen hinten ranlaufen. Ja, das ist schon irgendwie cool. Ja, das ist schon geil gemacht. Hier fehlen noch die Soldaten drin. Das wäre noch der Hammer. Ich habe schon geguckt, ob noch irgendwo ein paar Easter Eggs versteckt sind. Noch irgendwo was klickbar ist oder so, ja. Aber ich habe erstmal noch nichts weiter gefunden. Aber das ist schon cool. Herrlich, popperlich. So, ansonsten, das Teil hat irgendwie auch ein sehr eigenes Flugmodell. Also es ist sehr interessant zu fliegen, macht Spaß. Muss man auch ein bisschen sich erst dran gewöhnen. Hat zwei Modi, ne? Hat einen Vertical Takeoff Mode. Ja, diesen weißen Punkt hier. Vertical Takeoff Mode und dann können wir umschalten in den Flugmodus, ja, mit diesem Schalter hier. Und das macht sich am besten, ich sag mal, auch während man sich nach vorne bewegt, sodass das Ding nicht unbedingt stillsteht. Und die Taste, die man dafür benutzen kann, ist Nachbrenner ein- und ausschalten. Ja, oder Nachbrenner umschalten, so heißt das. Ja, ich zeig's mal ganz kurz, sicherheitshalber. Komm schon. Es ist verkehrt. Diese Taste. Ja, Nachbrenner umschalten. Damit kann man das dann im Flug toggeln. Ne? Da. Ich mach das mit der Taste. Macht sich am besten. Hier ist das, oder der Fahrwerkschalter. Ansonsten, die Schalter sind gut beschriftet. Ja, Batterie, Hauptschalter, Avionik und Lichtmaschine. Schalten wir auch erstmal alle drei an. Hier ist durchaus eine Checkliste mit dabei. Ja, das Ding ist so futuristisch. Ich gehe mal davon aus, wir können ja schalten und walten, wie wir wollen. Wir können ja nicht kaputt machen. Wir haben hier ein paar Buttons, ne? Beacon können wir anmachen, Taxi können wir anmachen, also Taxibeleuchtung, Positionslichter, Strobes. Wir machen mal alles an. Engine Start ist auch relativ einfach. Wir haben hier vorne die Buttons. Engine 1, 2, 3, 4. Und wir haben hier die Treibstoffventile. Das ist für die Engines 1 und 3, glaube ich. Und das ist für 2 und 4. Ist aber egal. Einfach beide rumdrehen. Crossfit ist erstmal vollkommen egal. Und dann hier, zack, zack. Wir schalten einfach alle an. Und dann fahren die hoch. Hier können wir Helligkeit einstellen. Von den Anzeigen. Instrumentenbrettbeleuchtung. Die Engines brauchen durchaus eine Weile, bis sie hochfahren. Das sieht aber auch wirklich geil aus, das Teil. Ich komme gar nicht drüber hinweg, dass das Ding hier aufgetaucht ist im Microsoft Flight Simulator. Ich bin total baff eigentlich. Ich finde es aber richtig cool. Wenn jetzt noch irgendwie ein X-Fighter oder sowas kommen würde, ne? Oder am liebsten wäre es mir wirklich, wir könnten richtig eine Orbit-Simulation machen. Das heißt, mit einem Space Shuttle irgendwie hochfliegen in, sag ich mal, den Orbit und da irgendwie an der Raumstation andocken oder so. Das wäre noch irgendwie cool. Also auf realistische Art und Weise, ne? Wir haben übrigens hier oben dann auch eine Engine-Seite.
Ja, hier an diesem Display kann man umschalten. Ne? Engine-Seite, Treibstoff-Seite, Elektrik ist nicht simuliert. Wir hauen uns mal voll mit Treibstoff. Zack. Ich mache mal Crossfeed an. Ich mache jetzt die Generatoren an. Und kommunizieren brauchen wir nicht. NAV geht auch. Ich habe sogar in einem Video gesehen, dass man einen Flugplan auf der Weltkarte erstellen kann. Und dann kann man mit dem Tastenbefehl für den Autopiloten auch den NAV-Modus einschalten. Ansonsten hat der Autopilot eigentlich nur die Modi Heading, Vertical Speed und Alt Hold, beziehungsweise Alt Capture, ne, das geht auch, und einen Auto-Throttle-Modus für eine bestimmte Geschwindigkeit. Flight Level Change funktioniert nicht, auch nicht mit einer Taste, also ich habe es nicht hinbekommen. Hier kann man den Heading einstellen. Achso, in dem Modus geht das nicht, fällt mir ein. Dazu muss man den anderen Modus anhaben. Ich guck mal, was passiert, wenn wir im Leerlauf den Modus einschalten. Nichts ist gut. Können wir nämlich schon mal rumfummeln hier. Müssen aufpassen, dass wir nicht plötzlich nach vorne rollen. Also um den Autopiloten zu bedienen, müssen wir im Flugmodus sein. Also der Schalter muss oben sein. Können wir Höhenhaltemodus einschalten. Heading-Modus einschalten. Ja, und dann können wir hier auch ein paar Sachen einstellen. Jetzt bewegt sich auch der Heading-Bug. Wir können hier die ausgewählte Höhe einstellen für den Autopiloten. Ja, die sehen wir hier oben in Magenta auch angezeigt. Und wir können hier zum Beispiel die Geschwindigkeit reindrehen für den Autothrottle. Und wir würden die Geschwindigkeit hier oben sehen. Ja, werde ich aber nicht benutzen. Ich werde das Ding manuell fliegen. Das macht einfach riesen Spaß. Ansonsten kann man dann, ich sag mal, über den vertikalen Speed-Modus hier auch die vertikale Geschwindigkeit einstellen, um dann auf die entsprechende Höhe zu fliegen und die einzufangen. Also es ist dann so ein paar Standard-Autopiloten-Modi. Die Displays können wir auch swappen, ne? Wer gerne hier sitzen möchte, kann auch gerne hier sitzen. Baut sich dann hier das Kontrollfeld rein und eine Kamera, theoretisch, ist aber nicht simuliert. Hier kann man auch umschalten, Terrain, Wetter, wenn wir Flugplan drin haben. Ach nee, die Waypoints zeigt er an, so. NAV Aids zeigt er an, Airports zeigt er an und Traffic würde anzeigen können. Reichweite der Karte und Kamerawinkel, falls eine Kamera drin gewesen wäre. So, hier habe ich nichts weiter gefunden. Ja, auch nicht. Das hier ist der Parkbremsenschalter. Hier ist auch nicht weiter. Ansonsten das gleiche auf der Seite auch. Und hier haben wir so ein paar Anti-Eis-Geschichten. Ja? Staurohr, also Pitot, Windschutzscheibenenteisung. So viel mehr ist hier nicht. Master Warning Caution und so weiter. Hier kann man auch was drücken, aber ich habe noch nicht rausgefunden, was das macht. Da irgendwas passiert. So, Soldaten einsteigen, ne? Und dann machen wir die Klappe zu. Dann schalten wir uns mal wieder um in den normalen Hover-Mode. Gucken, ob wir irgendwo was finden. Garantiert eigentlich nach irgendwo was versteckt hier. Und im Hover-Mode sehen wir hier eine Power-Anzeige. Hier kann man quasi ziemlich gut abschätzen, wann wir anfangen zu steigen. Ja, nämlich wenn wir über diesen grünen Bereich rüberkommen. Ne? Jetzt sind wir im grünen Bereich. Jetzt würden wir theoretisch, wenn wir irgendeine Höhe hätten, die halten. Und wenn wir da rüberkommen. So, ich schreibe mal mein Head-Tracking ein. Ja, wenn wir jetzt anfangen zu steigen. Ganz leicht. So, Parkbremse lösen. Ja, er braucht erstmal ein klein bisschen, bis er sich irgendwie von der Erde losreißt. Und wenn wir unter diesen grünen Bereich kommen, dann fangen wir an zu sinken, ne? So, dann können wir auch ganz normal das Fahrwerk einfahren, ne, mit der ganz normalen Taste. Oder aber halt über diesen Button. Ja, Fahrwerk raus. Fahrwerk rein. Und wenn wir im Hover-Modus sind, können wir mit dem Joystick nach vorne
und nach hinten, ne, die Vorwärts-Rückwärts-Geschwindigkeit steuern. Wir können seitlich strafen und mit dem Seitenruder drehen wir uns. Ist dann wie ein Hubschrauber so ein bisschen, ne, in diesem Hover-Modus. Und die Geräusche dazu sind auch geil, ne? Das Ding ist unheimlich geil. Die Kamera kommt gar nicht so schnell hinterher. So, das ist der Hover-Modus. Ich muss mich mal ganz gerade hinsetzen. Wackelt gerade ein bisschen. Irgendwie gucken wir schräg, ne? Aber ich habe mir das, glaube ich, extra so eingestellt, damit ich überhaupt was sehe vorne. Das wäre die Standardsicht. Das ist mir zu wenig irgendwie. Das passt. So, Leute. Ja, könnte man theoretisch auch ein bisschen rumtaxien. Oder aber auch einfach hier, ne, drauf pfeifen. Bisschen steigen, erstmal übergehen. Man sollte eine sichere Höhe haben. Mein Gott, doppeltes Wort. Eine sichere Höhe haben für den Anfang, wenn man umschaltet auf den Flugmodus. Weil es geht ziemlich abrupt. Ich gebe erstmal Vollgas und schalte jetzt mit der Taste um. Ja, da muss ich aufpassen mit dem Joystick, ne? So. Und er braucht auch ein bisschen Geschwindigkeit. Also im Flugmodus kann man nicht langsam fliegen und hovern, das geht dann nicht. Dazu muss man wirklich diesen anderen Modus nehmen. Aber hier hat das Ding auch unheimlich Power. Er ist auch relativ wendig. Aber der Pilot fängt sogar an zu schnaufen. Geil. Na, wir werden jetzt ziemlich langsam, müssen wir aufpassen, dass wir nicht abstürzen. Und die Geräusche sind auch einfach nur der Hammer dazu. Das Teil kam bis auf 43.000 Fuß hoch und fliegt so um die 350 Knoten. Dann kommt die Overspeed-Warnung. Da kommt schon Overspeed, ich nehme mal ein bisschen Power raus. So, wenn man richtig Power gibt, muss man auch ganz schön den Joystick nach unten drücken, sonst zieht es einen richtig nach oben. Ach, hör doch auf, jo! Wir fliegen so schnell, meine Internetleitung kommt über nicht hinterher. So, mal gucken, ob wir uns hier irgendwo anrammeln. Man muss ein bisschen aufpassen, es ist, ich sag mal, in der Rollachse nicht allzu schnell. Also, von links nach rechts rollen, braucht ein bisschen. Die Geräusche. So, ne, wenn man anhalten will, einfach mal kurz den Button klicken. Ja, geht relativ schnell in den Hover-Modus um. Aufpassen, dass man den Thrust erstmal irgendwo in der Mitte hat, ne? Dann kann man es hier, mach mal kurz Head-Tracking aus, in Ruhe alles angucken. Ne? Oh, wir haben vergessen, irgendwas zu lesen. Noch mal ein Stück zurück. Die Kamera. Die Kamera kommt nicht hinterher. Die will da so ein bisschen was anderes machen. Ja, und das ist auch geil, ne? Das Wasserspiel von Bellagio. Herrlich, Bob, herrlich. So, ne? Und wenn wir jetzt übergehen in den Speed, müssen wir echt aufpassen. Am besten erstmal Vollgas geben. So. Ich komme über die Geräusche gar nicht hinweg, ehrlich gesagt. Ja, wir steigen mit der vertikalen Geschwindigkeit von, naja, gut 10.000 Fuß. Leute, ich komme einfach nicht drüber weg. Ein Looping habe ich noch nicht probiert.
Wartet mal. Oh, 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 oh! Jetzt haben wir ein Problem. Er dreht nicht weiter. Er dreht nicht weiter. Probieren wir nochmal mit ein bisschen Speed. Wir sind im Stall gerade übrigens, ja. Wir holen mal ein bisschen mehr Anlauf. Also das Ding hat wirklich eine sehr, sehr eigene Flugdynamik. Das fetzt irgendwie. So, wir gucken nochmal. Ja, jetzt reicht's, gerade so. Herrlich. Pop, herrlich. Nehmen wir Gas raus, 20.000 Fuß pro Minute. So, Hover-Mode an. Mal gucken, ob er sich abfängt. Kriegt er nicht. Das schafft er nicht. Braucht er ein bisschen länger für. So, aber er ist unkaputtbar. Ich habe aber keine Crash-Abfrage drin. Wegen dem Replay-Tool. Sonst wäre man wahrscheinlich kaputt gegangen. Das machen wir nochmal. Ich will mal gucken, wie lange er braucht, um sich aus 20.000 Fuß abzufangen. So. Vollgas. Umschalten. Wir können ja mal kurz in den Canyon reinfliegen. So, wir fangen mal ein bisschen eher an, den Button zu klicken. Also wir sinken jetzt mit... Das ist eigentlich Sturzflug, ne? So. Wir sind jetzt bei 7.000 Fuß. Den Button an. Mal gucken, wie lange er braucht. 6.000 Fuß. Er braucht fast... Was war denn jetzt? Warum steigt er wieder? Nee. Es waren über 1.000 Fuß, ne? Was er braucht, um sich abzufangen. So, wir können mal die Tür aufmachen hinten. So, ein paar Leute aussteigen. Wäre auch ein schönes Gefährt, ne, für Skydiver. Das ist einfach nur herrlich. Nee, geht schneller, wenn ich so drücke. So, Tür wieder zu. Und dann machen wir mal einen Canyon-Flug. Ich mach mal kurz Eye-Tracking wieder an. Muss ich mal kurz orientieren. Dahin erstmal. Speed.
Ja. Man muss aushalten können. Lächerliche Geschwindigkeit auf der Erde hier. Speedbreak hat's nicht. Also ich habe keine gefunden. Hier stehen so ein paar einzelne Kakteen rum, ne? Ist das richtig? Oh, geil, ja. Wie gesagt, es ist nicht unbedingt das wendigste Teil. Also meine Sicht richtig zentriert? Ich bin gerade nicht so sicher. Ach, das passt schon. Oh, hier Solarpanels. Was? Eine riesen Farm. Es gibt ja auch schon so einige Szenerien hier, zum Beispiel die Star Wars Stadt in den Wolken oder sowas, ne? Oder ja, so ein paar so Special-Dinger. Ich weiß gar nicht mehr von diesem einen. Ach Gott. Ah, wo das Mädchen in so einer Arena kämpft, so animiert, so halbwegs. Wie hieß denn dieses Ding, dieser Film? Davon gibt es auch irgendwie die Stadt als Szenerien. Die sind aber sehr komisch zu installieren, da muss ich mal gucken. Ich da ein Video drüber mache. Verstehe ich nicht, warum die das nicht als ganz normalen Mod irgendwie reinbekommen hier. Hör doch auf hier! Wir wissen es doch! Range ein bisschen runterstellen, damit ich das besser erkenne. Dieser Canyon, der uns dann zum Hoverdamm führt. Das. Eieieiei. Dafür glaube ich nicht wirklich geeignet. Oder wir sind wirklich deutlich zu schnell dafür. Ein Stück, glaube ich, einfach. Langsamer fliegen. Ein bisschen Power wieder reingeben. Ganz klein bisschen. 200 Knoten ist schon an sich eigentlich grenzwertig als Geschwindigkeit. Was war denn das für ein Geräusch? Hast du es gehört? Gibt es hier Geräusche am Hoverdamm oder sind wir irgendwo gegen geknallt? Oh, der Trickheit. Zurückdrehen. Das ist jetzt der Hover-Modus, ne? Wenn ich den Joystick nach vorne drücke, geht's einfach ein Stück vorwärts. Zurück, zurück, zurück. Darüber.
Das Ding hat ja noch absolut keine Seitenfenster, ne? Also, hier, siehst du nicht? Hier oben siehst du ein bisschen was. Herrlich. Ich finde das geil. So, ab nach Hause. Wir landen mal am McCarran heute. Der heißt ja nicht mehr so. Ich habe es aber letztens schon erklärt. Ich habe vergessen, wie er jetzt wirklich heißt, der Airport. Aus der Perspektive ist das schwierig. Also ich muss auch bei Vollgas den Joystick wirklich komplett nach vorne drücken. Oder man müsste unheimlich nach unten trimmen. Sonst will er uns hier echt nach oben reißen. 300 Fuß, 200 Fuß. Ich glaube, wir haben aufgeditscht, ne? Keine Ahnung. Kann man eigentlich eine Rolle machen? Eine richtige? Wenn wir ein Stück hochgehen hier bei dem Ding. Also so fliegen kann er auf jeden Fall ein bisschen. Die Farbgebung, ne, in Nevada ist irgendwie geil. Orange, weiß, rötlich, grünlich. Ich meine, ansonsten in der Wüste gibt es auch nicht immer viel zu sehen, aber... Was da eigentlich? Da sind so ein paar wie Schornsteine. Was ist denn das hier? Das ist bestimmt ein Kraftwerk oder sowas. Irgendwie Industrie. Oder wir landen mal auf irgendeinen Hotels. Ich will mal gucken, ob die Kollisionsabfragen haben, aber dadurch, dass das ein Paver-Add-on ist mit von Hand gecrafteten, ich sag mal, Gebäuden, müsste das eigentlich gehen. So, Hover-Mode an. Haben wir hier irgendwas drauf an Heliplätzen? Hier oben ist ein Pool drauf. Ja,
ich weiß schon, dass die Puristen unter den Flugsimulator-Fans hier wieder so richtig über das Ding abmeckern werden. Keine Ahnung. Es tut doch keinem weh, wenn Sachen im Flusi drin sind, die, sag ich mal, einfach nur Spaß machen und absolut nicht realistisch sind. Kann man da vielleicht drauf landen? Da ist aber nichts, ne? Hier am Turm. Ich glaube, da ist nichts. Ja, das Teil ist auch geil. Hier oben drauf ist nochmal extra so ein Katapult, ne? So ein Jahrmarktskatapult. Ich glaube, es fährt nach oben und fällt nach unten. Ist total geil. Würde ich im Leben nie machen. Kann man denn landen? Das mit dem Pool ist schon mal ganz gut irgendwie. Das sieht aber, glaube ich, auch nicht schlecht aus hier. Man sieht halt nichts, ne? Wie machen wir das? Ich müsste irgendwie die Schubhebelstellung. Und wenn es bei mir beim E ist. Knapp über dem R. Also an der Beschriftung am Schubhebel ER. Da ist. Okay. Okay, okay, okay. So, wir fahren mal das Fahrwerk aus. Ich will Gas geben, um nach vorne zu fahren, was ja aber falsch ist. Man kann hier nichts sehen, liebe Leute. Wir sind, glaube ich, noch ganz schön drüber. Das sieht alles so klein aus hier. Ich würde es gerne ohne Außenperspektive erstmal schaffen. Mal gucken, ob wir durchfallen. Ich glaube, wir fallen durch. Ja, das Ding hat doch keine Kollisionserfahrung. Schade. Na dann. Auf zum McCarran. Fahrwerk nochmal rein. So, Fahrwerk wieder ausfahren. Habe ich getroffen? Ja. Nee, so. Ich muss das mal drehen. Oi. So, da sind wir. Herrlich. Ah, Mensch, ich find's cool. Ja, mal was aus dem Flugsimulator noch alles werden kann. Herrlich, herrlich. Achso, wir müssen die Leute wieder rauslassen, ne? Die noch drin geblieben sind.
Einfach ein Cut-off, also Treibstoff. Da sind wir. Na gut, liebe Leute, ich würde es an der Stelle beenden. Ja, am Ende wie immer der Hinweis auf unseren JD-Community-Discord-Server für den Flugsimulator. Wir haben inzwischen über 7000 Mitglieder. Wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team und mehrere Tech-Support-Kanäle. Ich kann euch nur anbieten, wie immer, wenn ihr irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, dann kommt doch zu uns auf den Discord. Da kann man in meinen Augen wesentlich besser helfen als über die YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch dort natürlich auch einfach nur mit anderen Leuten über den Flugsimulator austauschen oder vielleicht sogar den einen oder anderen Mitspieler finden. Den Link zum Discord findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht sogar ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da, das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!